Ablenkung durch die Unterhaltung, der vor allem auch das Fernsehen dient. Hier besingt der jugendliche Heinz Ehrhardt vor den Fernsehkameras sein Mädchen. Alle kleinen Mädchen lieben die Liebe, ja die Liebe. Und sie fragen mich immer, wo bei mir denn die Liebe eigentlich bliebe. Doch ich kann nicht, denn ich lieb nur eine, meine. Und die anderen sind für mich nur Luft. Denn mein Mädchen ist doch nicht irgendein Mädchen. Und ich glaube schon, dass kein Mädchen so schön wie sie ist. Kein Herzchen, bloß lautstark wie mein Herzchen, wenn am Abend ganz allein Herzchen bei mir mal ist. Und auch der Mond merkt sofort, was los ist, oder geht er unter. Aber trotzdem lassen wir die Gardinen herunter, denn mein Mädchen ist doch nicht irgendein Mädchen. Und ich glaube schon, dass kein Mädchen so schön wie sie ist. Kleine Mädchen, große Mädchen, dünne Mädchen, dicke Mädchen, blonde Mädchen, schwarze Mädchen, braune Mädchen, keine Mädchen, manche haben lange Zöpfe, manche haben kurze Zöpfe, manche haben Falzzöpfe, manche haben Bubikopfe, manche haben kleine Schuhe, manche haben große Schuhe, manche haben gelbe Schuhe, manche haben Gummischuhe, manche haben kleine Augen, manche haben große Augen, manche haben Katzenaugen, manche haben Hühneraugen, kleine Mädchen, große Mädchen, dünne Mädchen, dicke Mädchen, blonde Mädchen, schwarze Mädchen, braune Mädchen, keine Mädchen, und es gibt die schönen Sachen, alle Mädchen, aber mein Mädchen ist doch nicht irgendein Mädchen, und ich glaube schon, dass dein Mädchen auch nicht schöner ist als sie. Je finsterer es draußen wird, umso fröhlicher muss drinnen geschunkelt werden. Walter Ludwig als Zigeunerbaron mit dem unverwüstlichen Schlager Wer uns getraut. Die gebrochenen Herzen werden totgeschwiegen. Die zunehmenden Verwüstungen Berlins und der Städte im Reichsgebiet werden bagatellisiert. Die geborstenen Mauern werden mit Nazi-Wimpeln zugehängt. In den Trümmern rüstet man zur Verteidigung der Heimat. Der Rakoschi-Marsch von Berlioz macht dazu die Musik. Konzert in einem Panzerkampfwagenwerk. In der Arbeitspause spielt das Orchester des Deutschen Opernhauses unter der Stabführung von Hans Schmidt-Isserstedt. Der Sturm brach am 18. November 1943 über Berlin herein und währte bis zum März 1944. Danach war die Schlacht um Berlin praktisch geschlagen, die Stadt weitgehend zerstört. Dass es in den Trümmern überhaupt noch Leben gab, gleicht einem Wunder. Noch mehr aber, dass bis zur Ausrufung des totalen Krieges durch Goebbels sogar künstlerisches Leben fortbestand.
Eine Szene, wie sie in der Staatsoper jener Tage sich hätte abspielen können. Das Finale des ersten Aktes aus Verdis Oper Othello mit Max Lorenz und Tiana Lemnitz. Eine Szene aus dem 1943 gedrehten Spielfilm Altes Herz wird wieder jung. Thank you.